Hinter Milkas Luftklassiker steckt simple Physik und eine Reihe günstiger Zutaten. Und wieder Geld gespart. Ach, ist das schön. So schnell kann Schokolade günstig werden. Sebastian Lege deckt das Alpenmilchmärchen auf und zeigt, welche Milka-Schokolade die teuerste ist. Hey. Herzlich willkommen in meiner Trickserhöhle. Die Alpenromantik ist vorbei. Und für klassische Schokolade benötigen wir Kakaobutter, Kakaomasse und Zucker. In Milka-Schokolade kommt noch viel, viel mehr rein. Kakaobutter ist mit Abstand die teuerste Zutat in einer Schokolade. Darum wird sie bei Milka so sparsam wie möglich eingesetzt. Für Geschmack sorgen andere Zutaten. Vanillearoma, entöltes Kakaopulver, Haselnusspaste und jetzt kommen gleich die Alpen. Erstmal Süßmolkepulver und jetzt ist es soweit. Magermilchpulver aus den Alpen. Ach, mit jedem Löffel spare ich Geld. Und zack, und schon wieder Geld gespart und wieder Geld gespart. Ach, ist das schön. So schnell kann Schokolade günstig werden. Die Milch wird also erst einmal zu Pulver verarbeitet, bevor sie in die Schokolade kommt. Von all den gesunden Inhaltsstoffen echter Alpenmilch bleibt da nur wenig übrig. Und die Hauptzutat ist ohnehin eine ganz andere. Zucker. Ja, das muss jetzt rühren, 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 weil es soll ja schön knacken. Normalerweise braucht man dafür eine Conche. Da rotiert ein Rührlöffel über mehrere Stunden, manchmal sogar mehrere Tage. Umso länger, umso besser, umso schöner der Schmelz auf der Zunge. Ich gehe draußen kurz die lila Kuh füttern. Bis gleich. Mensch, ich habe da noch was vergessen. Stundenlang conchieren brauchen wir doch gar nicht. Wir haben doch Sojalecithin. Mein Gott. Komm, rein damit. Lecithin ist ein Emulgator. Mit seiner Hilfe mischen sich Fett und Wasser ohne langes Rühren. Die Industrie setzt auf künstlich hergestelltes aus Soja. Das Ganze muss jetzt noch mal 10 Minuten rühren und dann ist unsere Alpenmilchschokolade fertig. Ha? Fix zusammengerührt mit jeder Menge günstiger Industriezutaten. Doch der Erfolg beweist, der Alpenmilchtrick funktioniert. Deshalb nehmen sich viele Konkurrenten an Milka ein Beispiel und verkaufen ebenfalls Alpenmilchschokolade, in der angeblich ganz viel gute Alpenmilch steckt. Seit vielen Jahren schon nimmt Milka deshalb regelmäßig neue Produkte und Geschmacksrichtungen ins Programm, um sich weiter von der Konkurrenz zu unterscheiden. Ein beliebtes Beispiel: Luftschokolade. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Luftschokolade hergestellt wird? Ha, die Antwort kommt jetzt. Eine Vakuumglocke, eine Pumpe und flüssigen Stickstoff zum Kühlen. Mehr braucht der Produktentwickler nicht. Safety first. Der Trick: Sebastian will die Luftbläschen nicht in die warme Schokolade hineinpumpen, sondern dafür sorgen, dass sie praktisch von selbst entstehen. Kleinen Bläschen, sie kommt hoch. Sie steigt und steigt und steigt und steigt. Ah, hat funktioniert, mega! Durch den Unterdruck dehnt sich die Luft im Inneren der Schokolade aus. Nach dem Aushärten bleiben jede Menge kleine Bläschen zurück. Luftbläschen zu Luftbläschen? Ha? So kann man Schokolade aufpumpen. Zack, ein bisschen Druck. Die Schokolade kommt nach oben, sie wird kalt und wir denken, oh, was für ein luftiges, schokoladiges Erlebnis mit ganz viel Magermilch, Alpenmilch. Im Fall von Luftschokolade sorgt simple Physik dafür, dass eine neue Sorte entsteht. Bei den meisten anderen Varianten im Milka-Sortiment setzt Mondelez auf neue, meist ausgefallene Zutaten.
Auf den ersten Blick sind alle Schokoladen gleich groß und kosten auch alle dasselbe. 1,15 Euro pro Tafel. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar, die Tafeln sind eben nicht gleich groß. Ihr Gewicht unterscheidet sich, und zwar beträchtlich. Und so verdient Milka mit seinen neuen Geschmacksrichtungen bis zu 20% mehr, ohne dass Verbraucher etwas davon mitbekommen. 96% der Bundesbürger kennen die Marke und ihr zentrales Werbeversprechen, die Alpenmilch. Hier, 100% Alpenmilch. Die gute Alpenmilch macht unsere Schokolade so zart. Sehen Sie schon das Alpenpanorama und hören Sie die Kuhglocken läuten? Schön, ne? Da hat man doch das Gefühl von hochwertigen Zutaten in diesem Produkt. Sebastian Lege will dem Geheimnis der Alpenmilch auf die Spur kommen und reist mitten in die Alpen nach Bayern. Ramsau liegt 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Boah, was für ein Alpenpanorama. Und hier soll es die echte Alpenmilch geben, die später in der Milka-Schokolade landet. Da bin ich mal gespannt. Auf dem Leierer Hof wird echte Alpenmilch hergestellt. Kurz nach 6 ist Zeit zum Melken. Bei Almbauer Michi Fotz. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Das ist aber früh für die gute Alpenmilch. Ja, es hilft nichts. Hilft nichts. Ja, hilft nichts. Ach, guck mal. Der wartet schon. Der wartet. Ja, auf die gute Alpenmilch. 10 Liter braucht der Kleine davon jeden Tag, damit er groß und stark wird. Jetzt werden wir mal die Kühe holen, oder? Ja. Jetzt wird's gleich wild, oder? Jetzt geht's auf. Ah, freue ich mich. Bock muss. Ist das schön hier. Insgesamt 12 Kühe stehen hier auf der Weide. Und wenn es Zeit zum Melken ist, kommen sie alle brav von alleine in den Stall. So, Mädels, Futter. Frisches Heu von den umliegenden Bergwiesen. Das bekommen die Tiere hier jeden Tag. Nicht zum Sattwerden, sondern mehr, damit ihnen beim Herumstehen nicht langweilig wird. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang legt Almbauer Michi seinen Kühen die Melkmaschine an. Ohne Urlaub, ohne Wochenende. 365 Tage im Jahr. Und was gibt so eine Kuh im Schnitt? Ja, was soll ich denn? Im Schnitt 20 Liter, 18, 20 Liter. Ja, das ist ja eigentlich nicht zu der Industriemilch, die ist sonst überall. Das sind ja Hochleistungskühe. Nein, nein, mit denen können wir, mit den Hochleistungskühen können wir leider nicht mithalten. Aber was heißt leider? Dafür haben wir halt eine super Qualität. Diese Milch enthält viel Fett mit gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die Kühe von Michi Fotz sind traditionelle, besonders widerstandsfähige Rassen. Jetzt lassen wir die Kühe wieder auf die Weide, damit sie wieder das gute, frische Gras fressen können. Und am Abend ist es wieder zum Melken. Dann kommen sie wieder rein. Würde ich sagen, dann gehen sie wieder raus auf die Weide, oder? Passt, dann lassen wir's raus. Raus mit euch, Mädels. Raus mit euch. Nur wenn Schnee liegt, bleiben die Kühe im Stall, um die Weide zu schonen. Wann immer es das Wetter zulässt, verbringen die Tiere ihre Tage von früh bis spät draußen an der frischen Luft. Herr Michi. Oh. Vielen lieben Dank. Bitte schön, Sebastian. Prost. Prost. Oh, ist sie lecker. Anders als die Milch, die ich sonst trinke. Die hat so grasigere Noten. Die schmeckt komplexer. Die ist ein bisschen breiter im Geschmack und vollmundig. Echt lecker. Mein Gott. Alpenmilch schmeckt so lecker, weil die Tiere besonderes Futter bekommen. Sie fressen nur das Gras von der eigenen Weide. Hochleistungskühe bekommen dagegen oft Mais und Soja aus Übersee verfüttert. Auf den 40 Hektar Weideland von Michi Fotz wächst das Futter für gerade mal 12 Kühe. Nachhaltiger als hier kann man Milch nicht produzieren. Meinst du, die Genossenschaft verkauft die Milch an Milka? Nein, wird sie nie verkaufen. Nee? Nein. Also die tun da sicherlich nicht so eine gute Milch rein. Alpenmilch ist ein ganz besonderes Lebensmittel. Gerade einmal 5% der deutschen Milchproduktion stammen von den Almen in den Alpen. Da würde ich mich als Kuh auch wohlfühlen. Ach, ich bleib hier. Schön. Wir hätten noch Platz.
Was hier entsteht, wird zum großen Teil als Bergbauernmilch oder Heumilch direkt verkauft. Mit einem schönen Preisaufschlag. Doch woher kommt all die Alpenmilch, die massenhaft in Milka-Schokolade steckt? Jeder Tropfen Milch in unserer Milka Alpenmilchschokolade stammt von Höfen mit 60 Kühen. Mucha? Mucha. Doch wo sich diese Höfe mit gerade einmal 60 Kühen befinden, das verrät die Werbung nicht. Wir wollen es genauer wissen und bitten bei Milka und bei der Konzernmutter Mondelez um ein Interview. Vergeblich. Schriftlich teilt man uns mit, die Milch stamme von kleinen Bauernhöfen, die innerhalb eines 100-Kilometer-Radius in den Alpen liegen. An anderer Stelle heißt es, die Milch stamme auch aus dem Alpenvorland. Das Problem daran ist, das Wort Alpenmilch ist gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Im schlimmsten Fall könnte die Kuh in der Region der Alpen die ganze Zeit im Stall gestanden haben und diese schöne Region überhaupt nicht gesehen haben und es dürfte trotzdem als Alpenmilch verkauft werden. Hier zählt nur der Werbeeffekt, der den Verbrauchern ein schönes Bild vermittelt. Hey, und wenn euch unsere Videos gefallen und ihr nicht genug kriegen könnt von unserem Besseresser, dann gibt es hier noch mehr Videos und lass doch mal so einen Abonnier-Button da. Ich würde mich freuen. Bis bald.